nur noch eins, meine Herrschaften. Wir haben hier eines der vollkommensten Exemplare des menschlichen Gehirns, das je eine Universität zur Verfügung gestanden hat. Hier dagegen sehen Sie das abnorme Gehirn eines typischen Verbrechers. Beachten Sie bitte den Mangel an Konvoluten am Schläfenlappen im Vergleich zu dem normalen Gehirn. Und die überaus deutliche Degeneration im gleichen Bezirk. Diese typischen Degenerationserscheinungen stimmen erstaunlich mit der Geschichte des Toten vor uns überein, dessen Leben angefüllt war mit Verbrechen, Gewalttaten und Mord. Das nächste Mal werden Sie beide Exemplare aus der Nähe vergleichen können. Ich danke Ihnen. Die Vorlesung ist beendet.